Natürlich, wenn ich eine Infofrage habe, die kann ich beantworten, da kann ich mitarbeiten, da kann man drüber diskutieren. Es ist okay, dass derjenige da was wissen will oder was sagt. So, aber für alle politischen Fragen, wo es um Status geht, die müsst ihr doch nicht beantworten. Wir denken immer, wir müssen alles beantworten. Nein, wir müssen gar nichts beantworten. Die kommenden 15 Minuten werden revolutionär. Revolutionär für deine Kommunikation. Und zwar vor allem in den Situationen, wo du die größten Chancen hast, aber auch die größten Stolpersteine. Das sind Meetings, Pitches, Präsentationen. Und der Bereich ist so groß, das wisst ihr, wir könnten allein 7 Tage damit verbringen. Deswegen zoomen wir noch weiter rein auf einen ganz kleinen Teil, der super wichtig ist und völlig unterbewertet. Der Schluss, das Ende. Wie hörst du auf? In deinem Meeting, in deiner Präsentation. So lax, wisst ihr das, ne? So irgendwie mache ich dann schon. Wer bereitet es akribisch vor von euch? Immerhin. Sind schon mal 3% im Raum. Leute, das Opening ist wichtig. Das hat sich rumgesprochen. Ja, unterschreibe ich. Nur das geilste Opening bringt euch ja nichts, wenn ihr am Ende den Sack nicht zumachen könnt. Das geilste Opening bringt euch nichts, wenn am Ende noch irgendeiner eine blöde Frage stellt und ihr keine Antwort habt. So, also genau darauf gucken wir heute. Wie schafft ihr es, dass ihr selbst, wenn da noch eine blöde Frage kommt, ihr ganz geschmeidig wieder rauskommt aus der Nummer? Und bevor wir das machen, gibt es noch was Grundsätzliches. Warum macht ihr das denn überhaupt? Meetings, Präsentationen, gibt es einen Grund? Ne? Zeit totschlagen. Informationsvermittlung, ja. Aber hauptsächlich geht es doch ums Verkaufen. Sind wir doch mal ehrlich. Ne? Also entweder ein Produkt, eine Dienstleistung, einen Beschluss, eine Idee, ein Konzept. Euch verkauft ihr immer. Und dazu braucht ihr ein Ziel, ein inhaltliches. Es gibt noch ein anderes, aber das Inhaltliche wäre schon mal ganz gut. Ihr wollt am Ende in irgendeiner Form ein Ja. Ja, so viel ist schon mal gut. Nur dieses Ja bekommt ihr natürlich nicht, wenn ihr nicht noch ein zweites Ziel plant. Und zwar ein emotionales Ziel. Weil der kauft, eure Idee, euer Produkt, euch, der darf sich am Ende gut fühlen. Sonst kauft er nicht, sonst kauft er das Ding nicht und sonst kauft er euch nicht. Ja, wir kaufen ja auch nicht eine Jacke, einfach weil sie 2 Ärmel hat und einen Reißverschluss. Ich meine, Männer schon, also grundsätzlich. Ja, ob es Jacken sind, Autos, Beschlüsse, Visionen. Es geht darum, am Ende ein gutes Gefühl zu haben. Nicht nur ihr, sondern alle anderen. Gutes Gefühl im ganzen Raum. Wer von euch plant ein gutes Gefühl am Ende? So, also, gutes Gefühl brauchen wir schon mal. Und das war viele Jahre mein Ziel, wenn ich beim Radio moderiert habe. Oder auf der Bühne, da ging es um genau das, gutes Gefühl zu erzeugen. Ja, wie erzeuge ich ein gutes Gefühl? Indem ich einfach nicht nur bei den harten Fakten und den Zahlen bleibe. Weil, ganz ehrlich, Wetter, Verkehr, Nachrichten, das können ja alle. Also was macht den Unterschied? Warum schaltet ihr da ein oder da? Es ist die Musik, Stimmung, es ist die Anmutung des Senders. Es sind die Radio-Personalities. Wenn ich mit Wolfgang Schäuble ein Interview mache, dann spreche ich kurz über Politik. Ja, ganz ehrlich, nur das wesentlich Spannendere ist doch,
Wie hält er sich fit, jetzt wo er im Rollstuhl sitzt? Wie macht er es, wenn er zu Hause ist mit seiner Familie? Wie sieht es aus mit seiner Leidenschaft für Wein? Das sind Themen, die ihn entspannen im Interview und die euch als Hörer zum einen ihn viel mehr kaufen lassen als seine politischen Zahlen, Daten, Fakten und die euch das Interview kaufen lassen. Gutes Gefühl. So, jetzt haben wir ein gutes Gefühl. Jetzt geht's ans Eingemachte. Also, ihr habt gutes Gefühl kreiert. Ja? Gehen wir mal davon aus. Hier. Mega Gefühl, mega Energie. So, hier haben wir Zeit für die faktengetriebenen Menschen hier im Raum. Und hier haben wir Energie. Ganz oben seid ihr mit eurer Energie. So, ihr hattet einen Mega-Vortrag. Ihr hattet eine tolle Präsentation. Spitzenpitch. Habt euch lange drauf vorbereitet. Alles ist gut gelaufen. Und dann kommt eine dieser typischen Fragen. Ihr kennt die. Ja, das ist aber noch nicht mit ganz oben abgeklärt, oder? Oder dafür haben wir jetzt aber kein Geld. Oder haben wir auch nicht die Manpower, sorry. Ja. Oder, ja, ist ja ganz nice, aber ist vom Zeitplan schon ein bisschen sehr herausfordernd, finde ich. So, und nur damit es euch klar ist, was passiert mit der von euch gut aufgebauten Energie innerhalb von 2 Sekunden. Die geht nach unten. Die Energie ist schlecht. Wollt ihr das? Nein, das wollt ihr nicht. Wie lange wollt ihr da unten sein? Kurz. So, also müssen wir schauen, wie wir möglichst schnell wieder nach oben kommen. Und genau die Tipps bekommt ihr von mir gleich. Das geht ganz einfach und ganz geschmeidig. Vorher noch was ganz Spannendes zum Thema Fragen an sich. Warum stellen Menschen in Meetings Fragen? Es gibt nur 2 Gründe. Der eine entspricht dem ursprünglichen Sinn einer Frage. Was will ich? Warum stelle ich eine Frage? Will ich was wissen? Warum könnte ich noch eine Frage stellen? Unsicherheit zum Beispiel. Oder stellt fest, oh, der Chef sitzt ja im Meeting, ich sollte auch noch kurz was sagen. Oder stellt fest, also ich bin jetzt so ziemlich der Einzige, der noch nichts gesagt hat, vielleicht sage ich mal lieber was. Oder denkt sich, der Müller da, der geht mir eh auf den Sack. Jetzt sage ich mal kurz was. All das sind politische Fragen. So, und das ist wichtig, das zu unterscheiden, weil es macht etwas bei der Beantwortung. Natürlich, wenn ich eine Infofrage habe, die kann ich beantworten, da kann ich mitarbeiten, da kann man drüber diskutieren. Es ist okay, dass derjenige da was wissen will oder was sagt. So, aber für alle politischen Fragen, wo es um Status geht, die müsst ihr doch nicht beantworten. Wir denken immer, wir müssten alles beantworten. Nein, wir müssen gar nichts beantworten. Ihr seid doch da, um was zu verkaufen und nicht, um dem seine blöden Fragen zu beantworten. Also, ganz wichtig und vor allem, liebe Frauen, ihr liegt mir total am Herzen. Ihr kommt immer mit ganz viel Inhalt ins Meeting rein und dann geht's los. Die ersten 5 bis 10 Minuten, Mädels, sind nur Hackordnung. Ja, da sitzen dann, wenn jetzt die Häuptlingsmännchen nicht klar definiert sind, wird erstmal ausgefochten, wer denn jetzt welchen Status hat im Meeting. Wenn es ein Häuptlingsweibchen gibt, wird es trotzdem ausgefochten unter den Männchen. Also, alles, was ihr in den ersten 5 bis 10 Minuten bringt an Content, ist Perlen vor die Säue. Vor die Affen. Egal, Themenwechsel. So, also Mädels, ne? Entspannt zurücklehnen, Szenerie beobachten, genießen, abwarten. So, dann schauen wir, wenn wir jetzt geklärt haben, ob das eine Info- oder Politikfrage ist, dann gucken wir doch drauf, will ich die beantworten oder nicht. Und in dem Fall, guckt mal in euer Unternehmen, in eure Meetings, was ist denn da das Verhältnis? Infofragen, politische Fragen. Egal, wo ich bin, egal welche Branche, die sagen alle,
80-20. Und 80 ist natürlich politische Fragen. Wenn es bei euch weniger ist, toll. Und selbst wenn es nur 20% sind, es sind die Fragen, die ihr nicht beantworten müsst. Aber denkt dran, wir haben das Ziel gute Laune. Okay? Deswegen werden wir den nicht in die Schranken verweisen, sondern wir sind ganz elegant. Und wir gehen ganz kurz und geschmeidig hier wieder aus dem Keller raus, indem wir zum Beispiel eine Technik hernehmen, die ihr gegebenenfalls schon kennt. Vertagen. Geht ganz schnell. Ja, also der Zeitplan ist aber schon sehr herausfordernd. Ja, wir sitzen auch schon dran und gehen nochmal drüber. Eine Technik, die auch total gut funktioniert, ist Zustimmung. Ja, Zeitplan ist herausfordernd, machen wir extra so. So, jetzt Achtung. Wo kommt ihr hin mit der Energie? Also, auf jeden Fall schon mal wieder hier raus aus dem Keller, ne? Aber es reicht noch nicht so ganz, ne? Schon mal ganz gut? Reicht noch nicht. Ist noch so, wenn man sagt, machen wir extra so, ist noch so viel Luft im Raum. So, also, und jetzt kommt was. Da würdet ihr normalerweise jetzt wahrscheinlich sowas sagen wie, ja, der Zeitplan, wir haben noch überlegt und hin und her, Pro und Contra, was könnten wir da noch machen? Jetzt sind wir zu dem Schluss gekommen, bla. Ihr seid beim Zeitplan, das hat er euch doch ins Ohr gesetzt, den Flo. Ihr wollt doch gar nicht über den Zeitplan sprechen. Ihr wollt doch darüber sprechen, dass die euch zum Schluss irgendwie ein Ja geben. Worüber wollt ihr denn sprechen? Sie sagen, ja, Zeitplan ist herausfordernd. Und wir haben es extra so geplant. Wir ziehen jetzt alle Teams gerade zusammen. Wir legen die Themen fest. Und dann geht's los, volle Kraft voraus. Letztes Mal waren wir Marktführer. Jetzt in diesem Jahr sieht es schwierig aus. Ich will, dass wir nächstes Jahr wieder an der Spitze stehen. Und ich weiß, kostentechnisch, da haben wir noch ein paar Potenziale und da seid ihr super. Also ich freue mich total, wenn ihr uns da noch ein paar Tipps gebt. Wie war die Frage nochmal? Versteht ihr es? Ganz elegant, smooth, kommt ihr da raus. Und dann seid ihr nämlich wieder da oben. Ein Argument, meistens zu wenig, macht 2 bis 3. Wenn es wieder zu viele werden, klingt es wieder nach Rechtfertigung. Okay? Aber 2 bis 3 schön auf den Punkt und dann ablenken. Das hier ist eure gezielte Ablenkung. Ihr lenkt dahin, wo ihr hin wollt. Das ist euer Werbeblock. Jeder Einwand ist ein schöner neuer Werbeblock für euch. Und hier habt ihr eine ganz kleine Überleitung, sowas wie, und wichtig ist auch, außerdem ganz spannend, oder einfach ein und. Kein aber, aber streichen, Widerspruch, klar, und. Ja, das kostet was. Und es ist so ein tolles, innovatives Konzept. Die Leute sind Feuer und Flamme, alle arbeiten mit wie wild und wir haben schon richtig große Erfolge in den ersten Projektteams. Lisa, mag's mal berichten? Fup, weg. Ganz geschmeidig. Merkt ihr, wie einfach das ist? Super cool. Also, gute Laune, gute Ablenkung und Achtung, denkt auch an den Blick. Ja, also, wenn ihr die Frage oder den Einwand desjenigen kurz behandelt, seid ihr natürlich bei dem. Freundlich, entspanntes Gesicht. Und dann macht ihr auf. Lenkt ihr auch mit dem Blick ab, weil wenn ihr bei dem bleibt und ihr beantwortet die Frage nur für ihn, was ist denn sehr wahrscheinlich, dass er nochmal was sagt. Das wollt ihr doch gar nicht. Weg mit dem Blick. Dann könnt ihr überall hin ablenken. Ja, also Ablenkung im doppelten Sinne funktioniert hervorragend. Gute Stimmung haben wir, gute Ablenkung, brauchen wir noch eins und das ist auch Gold. Was ist denn bei euch, wenn ihr präsentiert, eure Frage Nummer 1 am Schluss? Gibt's noch Fragen? Ihr Süßen. Die Frage, gibt's noch Fragen? Ich formuliere es mal liebevoll. Ist so ziemlich die dümmste Frage,
die man stellen kann. Warum? Die macht Raum für alles. Für alles. Für Witze, für Kommentare, für schlaue Fragen, für dumme Fragen, für saudumme Fragen, für alles. Das wollt ihr doch gar nicht. Ihr wollt eure gute Laune und ihr wollt euer Ja. Also, wenn wir jetzt wirklich alle zusammenpacken und zusammenstehen, dann können wir schon in der Woche anfangen. Wenn es den üblichen Gang hier durchs Haus nehmen soll, dann sind es halt 4 Wochen. Was ist euch lieber? Eine Möglichkeit. An jeder zweiten Tanke. Ja, wenn du da reinkommst, dann sagen die auch nicht, was wollen sie denn sonst noch haben? Die sagen, wollen sie zu dem Cappuccino noch eine Brezel oder ein Muffin? Das ist nicht elegant, aber es funktioniert. Und ihr steht im Meetingraum und sagt, noch Fragen? Nein. Fragt dahin, wo ihr hin wollt. Wann fangen wir an? Okay, wer macht was? Wo starten wir? Wie viel Geld brauchen wir am Anfang? Sucht es euch aus. Hauptsache, ihr stellt die richtige Frage, die euch dahin leitet, wo ihr hin wollt. Was braucht ihr also, um spontan spitze zu sein? Was brauchst du? Gute Laune? Gute Ablenkung? Gute Fragen. Also, was fandest du persönlich in den letzten 15 Minuten besonders spannend? Dankeschön. Sabine Altena!